der Vater alle Superkräfte anmarsch. Bereite dich dringend vor. Norbert Nelte, Internationalsozialisten. Die ersten Dominosteine sind bereits gefallen. Der Supercrash ist im Anmarsch und wird die Weltwirtschaft in eine tiefe, unendliche Depression führen. Titelzitat: Der Seehandel ist eingebrochen. Vorbote der Krise. Die Räder mit 2E stehen vor Bankrottserie. Link 1. Rezession im Welthandel. Frachtpreise sinken 9. Woche in Folge. Link 1b. Die Frachtrate für Standardcontainer fiel von $990 am Jahresanfang auf $461, also um gut die Hälfte. Südamerikas Wirtschaft ist zusammengebrochen. In Brasilien um 5,89%. Bei einer Inflation von 10%. Link 2. Das erfasst schon ganz Südamerika. Die Inflation in Venezuela 28%. Chinas Export brechen um ein Viertel ein. 25%. Größte Schuldenblase aller Zeiten. China ist eine monumentale Weltuntergangsmaschine. Wegen schwachen Wachstums. Chinas Finanzminister will noch mehr Schulden machen. Link 3. China hat sich zwar spät kapitalisiert, etwa 1990, aber es stieg auch ziemlich schnell wieder ab mit dem Wirtschaftswachstum. Und jetzt ganz schnell, weil alle Länder, wohin China exportiert, schon in der Schwächephase sind. Bankenkollaps in Italien. Droht das europäische Finanzsystem ins Chaos zu stürzen? Link 4. Die notleidenden Kredite nehmen schon bis zu 30% ein. Die Aktienkurse fielen noch dazu bei Monte del Paschi in Siena, der ältesten Bank der Welt, seit Jahresanfang schon auf 56%. In den italienischen Banken liegen Europas Fußangeln. Griechenland, die 44. größte Volkswirtschaft, hat Europa gerade noch retten können. Aber Italien, die weltweit 8. größte Volkswirtschaft. Die europäischen Banken hängen doch da drin. Spanien, Portugal, Griechenland und Frankreich. Ein Bankrun in Italien, mit dem jederzeit gerechnet werden kann, wird hier sofort weitergehen. Das wird doch die europäischen Banken umhauen und die EZB gleich mit. Italien ist der Ausgangspunkt für den ganz großen Finanzzusammenbruch, in deren Folge der gesamte amerikanische und englische Bankensektor zusammenbrechen werden. Nun wird es sich rächen, dass beide Länder so sehr auf den Finanzbereich gesetzt haben und die Produktionsindustrie vernachlässigte. Der Lebensstandard beider Länder wird nach dem Dienstleister der westlichen Geheimdienste, Diegel, hinter dem von Angola zurückfallen auf $600, der Durchschnittslohn. Das Ganze kann bei den Schulden schon in wenigen Wochen hier angekommen sein. Wird es da nicht höchste Zeit für die ISIS-Anschläge? Die westlichen Dienste haben noch höchstwahrscheinlich deren Blitzkrieg. Link 6. Wahrscheinlich mit Chemiewaffen geplant. Link 7. Um von ihrer Krise ablenken zu können und dem Wirtschaftszusammenbruch, dem Phantom ISIS, in die Schuhe zu schieben, um noch einmal den baldigen Wirtschaftszusammenbruch zu bestätigen, waren die mächtigsten Banken vor ihm. Zitat: Auswege sind begrenzt. Die IWF warnt vor Entgleisung der Weltwirtschaft.
Zitat Ende. Link 8. Und die BIZ, die Zentralbank aller Zentralbanken, Zitat, Finanzmärkte an der Grenze des Undenkbaren, Zitat Ende. Link 9. Die Zeit danach wird wie ein einziger Albtraum sein. Vagabundiererei, Plünderung, Polizei und Staat wird es dann nicht mehr geben. Verrammel deine Tür, zieht möglichst viele Leute zusammen, Sonnenkollektoren kaufen, Kartoffeln auf dem Balkon anbauen, Rot in Büchsen vorraten, Badewanne voll mit Wasser vorraten, Silber kaufen. Hoffentlich werden dann ziemlich schnell die Kommunen die Ordnung wiederherstellen und Notgeld einführen. Gleichzeitig werden auch die Kämpfe für die selbstverwalteten Betriebe in Argentinien, Brasilien, Uruguay und Bolivien wieder aufflammen. Link 10. Diese Bewegung wird einen Riesenschritt machen, wahrscheinlich 2019 zur Doppelherrschaft zwischen Arbeiterrat und bürgerlicher Regierung und etwa 2020 dann endlich zur wirklichen basisdemokratischen Räterepublik. Diese Bewegung wird ziemlich schnell auf Griechenland, Italien, Spanien und Frankreich übergreifen und dann auf den Rest Europas, so dass bis 2025 der latino-eurasische Arbeiterstaat entstehen könnte. Vielleicht noch mit ein paar asiatischen und afrikanischen Enklaven. Der Kapitalismus mit seinem Profit produziert nur noch Elend und Niederlagen. Die Zukunft gehört dem demokratischen Sozialismus von unten. Norbert Nelte, Internationale Sozialisten.